Und da bin ich heute Morgen einfach hier hochgelaufen, statt mit der wunderschönen Bahn hier zu fahren. 6 Stunden 20, über 2500 Kalorien, 1667 Höhenmeter, 17,9 Kilometer. Ja moin, willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Im Hintergrund seht ihr ein bisschen die Frankfurter Skyline. Heute geht es auf einen neuen Roadtrip, denn ich fahre wieder zum Mont Blanc, einmal quer durch die Schweiz. Mal schauen, wie es Wetter wird, denn ich möchte natürlich hoch auf den Berg. Bis später! Ab über die Grenze, hier nach Deutschland, drüben Schweiz. Yay, kleinen Stopp hier eingelegt in Montreux, da unten liegt's. Wunderschöne Aussicht, schaut euch diesen schönen See an. Wahnsinn! Schaut euch diese geile Aussicht an. Ja, dafür bin ich hierher gefahren. Wunderbar, man kann, ich glaube, 100 Kilometer weit schauen. Wir sind so auf 1200, 1300 Meter hoch. Und es ist ein bisschen kalter geworden. Aber schaut euch die Aussicht an. Angekommen im Hotelzimmer. Ganz schick. Nicht richtig spektakulär, aber trotzdem. Ganz nice. Mit Balkon, mit dem Weltklasse-Ausblick. Direkt gegenüber das Haus, aber schaut her. Zack, da oben ist ein Berg. Hier kommen mir bestimmt nachher Fahrradfahrer entgegen. Schön steil, downhill. Yes! Was für ein Scheißweg. Steil. Gerade erst am Anfang und schon fertig. Oh, das ist noch weit. Verdammt. Ach, hier geht eine Straße, hätte ich mit dem Auto hinfahren können. Ach, hier geht das ein Weg geradeaus. Weiß nicht, ob es meine. Leider ja. Das ist immer noch der Weg zum Startpunkt. Ich dachte, auch den kann ich noch mal eben laufen. Aber wäre ich doch nur mit der schönen Bahn gefahren. Dafür soll oben mega viel Geiles zu sehen sein. Oh mein Gott, ich bin jetzt gelaufen. Über 2 Stunden, 775 Höhenmeter, über 6 Kilometer. Ich fahre gleich denke, mit einer Bergstation da hoch, mit einer Bergbahn. Bin jetzt schon fertig. Bin ich froh, mit der Bahn zu fahren. Hier geht schon wieder so steil hoch. Ah, schaut euch den Ausblick. Boah, es ist kalt. Trotzjacke. Auf 2405 Metern sind wir hier mit Schnee.
Schaut euch bitte einfach nur diese geile Aussicht an. Ich bin angekommen. Am See. Der Aufstieg hat sich definitiv gelohnt. Ich habe mir den See ein bisschen größer vorgestellt, aber so klares Wasser, Wahnsinn. Gestärkt mit zwei Bananen, jawohl, geht jetzt zum Abstieg, beziehungsweise wieder zurück zur Bergbahn, weil jetzt bin ich schlau und fahre die zwei Bergbahnen runter. 11,5 Kilometer gelaufen, aber jetzt geht's erstmal ab ins Hotel. Und da bin ich. Heute Morgen einfach hier hochgelaufen, statt mit der wunderschönen Bahn hier zu fahren. Hey Leute, ich bin wieder unten. Da ist das schöne Häuschen, wo ich gerade mit Highspeed reingefahren bin. Irgendwie habe ich ein bisschen Bock auf einen Snack. Hier ist übrigens mega warm. Gefühlt 10 Grad wärmer, wenn nicht sogar noch mehr. Weil eben die Frisur richten ist so windig. Gibt es eh nichts mehr zu richten. Ab weiter zum Hotel. Ich bin platt, ich muss mich erstmal ausruhen. Ja, was soll ich sagen? Ich laufe immer noch, bin immer noch nicht im Hotel. Keine Ahnung, 1-2 Kilometer bin ich da und dann ab in die Badewanne, kurz aufs Bett legen und dann Nahrungsaufnahme. Moin Leute, eine kleine Spritztour Mont Blanc geht zu Ende, hinter mir die Berge, der Mont Blanc noch zu sehen. Jetzt fahre ich ab nach Hause, mal gucken wie lange ich fahre, 6-7 Stunden, ciao. 6-7 Minuten more, then you can reach.